Ja, meine gediegenen Sportsfreunde, mein Name ist Marcel und ich begrüße euch zu einem neuen Skill-Video. Ich bin nicht zimperlich. Genau, dieses Mal verbessern wir Night Shift vom Element Gespenst. Und Night Shift ist ein Boxergeist. Ihr seht es nämlich, guckt euch mal diese Fäuste an. Eigentlich Nahkämpfer, aber ich würde sagen gleichzeitig auch ein Fernkämpfer. Und teleportieren kann er sich nämlich auch. Wie der Hutloop. Hier sehen wir es nämlich. Zack, zack, richtig schnell. Und schaut mal, was für eine Reichweite diese Schläge haben. Das ist schon genial, muss ich sagen. Guckt euch das mal an. 24er Schaden sofort, ganz gediegen. Und 36 ist der kritische Trefferschaden. So, Freunde, wir schauen uns jetzt mal an, was er so schon drauf hat. So, da haben wir nämlich Links-Rechts-Haken. Drücke Viereck, um Gegner in der Nähe mit riesigen Boxhandschuhen einzuverpassen. Das ist das Erste, haben wir gerade schon gesehen. Und natürlich Himmelswandlung. Drücke Kreis, um dich im Nebel zu verwandeln und ein Stück nach vorne zu teleportieren. Haben uns ja alles gediegenst angeschaut und jetzt schauen wir mal, wie das jetzt aussieht hier mit Verbessern, was wir hier so umfreien. So, wir fangen natürlich an mit oben, ganz gediegen. So, Vampirbiss, drücke Dreieck, um deine Gegner zu beißen und deine Gesundheit etwas zu regenerieren. Ist auch gleichzeitig eine dritte Attacke, die er drauf hat. So. Jetzt können wir leider nicht auf die Schnelle gucken, was das hier, können wir doch sehen. Habt ihr gesehen da oben? 20er Leben und 40er Schaden. Ah. Oh, guckt euch das mal an. Zack. Also, dann kommen da so Vampirzähne und greifen und beißen an die Gegner. Ist ein bisschen langsam, die Attacke, aber ich kann mir gut vorstellen, ja, das ist sehr cool, dass die hinterher noch ein bisschen verbessert werden. So, ist ja schon mal nicht schlecht. So Vampirbiss, dass man dann wieder Leben aufgefüllt kriegt, ist das schon cool. So, dann haben wir Fledermausbiss. Schläge bewirken mehr Schaden. Verpass ihnen den... Achso, ja doch, Fledermausbiss, ja. Verpass ihnen den guten alten Links-Rechts-Haken. Jo. Gerade war es 24er Schaden und 36er kritischer Treffer. Schauen wir mal, was jetzt passiert. Jetzt haben wir 28er. Jo. Also 4er Schaden mehr. Eine Combo gibt es noch nicht. Halt einfach hier die ganze Zeit. Bam, 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 bam. Guck mal, sogar so weit kann er schlagen. Das ist schon krass. Guckt euch das an. Guckt euch mal diese Reichweite an. Mein Gott. Hammer. Aber dafür ist er sehr, sehr langsam, muss ich sagen. Da gibt es schnellere. So, Hammerhaken. Halte Viereck, um einen Schlag aufzuladen und lass los, um deinen Gegner einen gepfefferten Aufwärtshaken zu verpassen. Schönen Uppercut jetzt hier. Zack, gediegen. So, einmal aufladen, hier einmal schauen. Können wir sogar halten, Richtung noch wählen und dann zack. Boah. Guck mal, der holt richtig aus und dann badam. Was eine Faust. So, weg ist er. So, schauen wir mal. 100! Und dann gibt es auch so diese K.O.-Glocke. Habt ihr gehört? Jetzt 150er Schaden ist kritischer Treffer. Leck die Ziege. Bam! Schönes Ding. 100er Schaden ist schon cool, muss ich sagen. Ist schon geil. Hammer. So. Jetzt kommen wir wieder zum Weg und da habe ich wieder diesen Profi-Tipp hier aus der Computerbildspiele. Und zwar steht dort drin, der obere Weg soll man den Kampf-Champion-Weg wählen, weil das halt auch die Faustschläge sein Markenzeichen sind. Und da soll richtig was abgehen. So, hier oben haben wir nochmal waschechter Vampir, weite den Schaden des Vampirbisses auf mehrere Gegner aus. Ja, nee. Also das hätte ich auch von mir alleine aus gemacht, also schon auf die Boxhandschuhe geskillt, weil das ist schon, wie gesagt, ein Markenzeichen. Das passt schon sehr gut. So, haben wir Preiskämpfer. Halte Viereck, um einen Schlag aufzulösen. Lass dann los, um deine Gegner mit einem Aufwärtshaken zu treffen, bei dem sie Schaden nehmen und ihr Geld fallen lassen.
Ah ja. Also jetzt kann man da auch noch dann abstauben. Boah, guckt mal jetzt die Handschuhe, die sind jetzt silber. Guckt euch das mal an. Geil. So, einmal aufladen den Hobel. Zack, 115er Schaden. So, und jetzt seht ihr schon, haben die jetzt Geld verloren. Aber die verlieren ja eigentlich immer Geld. Aber hier sehen wir schon, dass es ja, so Ringe sind, also ist das anderes Geld. So, nochmal 15er Schaden obendrauf ist natürlich auch ganz der Dienst. Zack, ja, sehr cool. Gold und mehr Schaden, was will man mehr? Was will man mehr? Dann haben wir Zahltag. Preiskämpfer bringt mehr Geld ein, aber gibt nicht alles auf einmal aus, so wie mehr Geld und mehr Probleme es gemacht haben. Ja, okay. Ich weiß jetzt gerade echt nicht, was der meint, aber ist okay. Mehr Geld und mehr Probleme es gemacht haben. Ja, keine Ahnung. Freunde, wenn ihr das wisst, ne, dann ja, ab in die Kommentare. Ne, ihr wisst Bescheid. Zack, und jetzt 130er Schaden und ihr seht es schon, mehr Geld. Zack, richtig geil. Zack, zack, komm her, du Schaf. Bam, 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 bam. So, und damit kommen wir zu seiner Seelenstein-Attacke, die er so drauf hat. Und zwar ist das Sportsgeist. Alle Angriffe bewirken mehr Schaden bei voller Gesundheit wie zuvorkommend von deinem Gegnern, dass sie dich andauernd verfehlen. Okay. Heißt, bei voller Gesundheit haben wir mehr Schaden zu bewirken. Okay. 32er jetzt. Okay. Und 150er Schaden. Alles klar. Und 225er Schaden ist beim kritischen Treffer. Und das zieht jetzt ab hier 946. Ja gut, 6 auch, 6 mehr, aber nicht mehr Leben. So, jetzt gehen wir mal zur unteren Hälfte. Und zwar haben wir da Gleitender Vampir. Drücke Kreis, um zu teleportieren und ein Geschoss abzufeuern, das bei Gegnern in der Nähe Schaden bewirkt. Schauen wir mal. Jo, habt ihr gesehen? Zack. Also 44 war kritischer Treffer. 29er Schaden. Geil. Zack, zack. Wie schnell der sich teleportiert. Ne, guckt euch das mal an. Das sieht aus wie eine Fledermaus, kann das sein? Guck mal. Das ist doch eine bestimmte Fledermaus. Dann haben wir rasender Nebel. Erhöhtes Tempo bewegt dich schneller als der Nebel. Ja, ihr weißt, was ich ja gerade gesagt habe. Der ist ein bisschen langsam. Aber ja. Ne? Wenn sich das jetzt hier gesteigert hat, dann ist es ja... Hat sich auf jeden Fall gesteigert. Boah. Krass. Ja, das ist wirklich schon ein Unterschied, muss ich sagen. Also das ist wirklich ein Unterschied. Gerade war er ja so, eher so. Und jetzt nie... Dann geht es weiter mit Fledermaushilfe. Eine verbündete Fledermaus verhindert einmal, dass du besiegt wirst. Was für ein... Nee. Die holt dich wieder? Ist nicht wahr. Nein. Die holt dich wieder? Schade, dass ich das jetzt nicht sehen kann. Aber das schauen wir uns hinterher auf jeden Fall in den Let's Plays an. Ich habe zwar schon jede Menge vorbereitet, aber... Es wird noch der Tag kommen, wo wir das dann sehen werden. Krass. Ne, das war krass. Hätte ich jetzt echt nicht mit gerechnet. So. Was steht denn wieder im schlauen Heft? Hier steht... Zahltag, bla 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 bla. Warp-Strudelweg. Verzehre beim Teleportieren Raum und Zeit, um einen Strudel der Verdammnis zu erschaffen. Oder Nachtjäger. Werde zum Publikumsliebling und verliere keinen Kampf, da du mehr Chancen hast, zurückzukommen, wenn du besiegt wurdest. Was mich ja jetzt wirklich interessiert ist, kann ich beim Duellkampf mit Nightshift nicht verlieren. Und deswegen, Freunde, Warpstrudel wird zwar als Tipp gegeben, aber ich mache auf Nachtjäger, weil es mich wirklich interessiert,
ob ich nicht... Ich muss doch verlieren können. Wisst ihr, was ich meine? So, man hat mehr Chancen, zurückzukommen. Wir machen Nachtjäger, weil dieser Weg mich auf jeden Fall mehr interessiert jetzt. Fledermaushilfe, Runde 2 heißt er übrigens, bringt jetzt einen Gesundheitsschub. Wenn du nach einer Niederlage zurückkehrst, kämpfe weiter. Krass. Also, dass es so einen Skyliner gibt, da war ja schon ein bisschen, ist ja schon geil. Glück des Nachtjägers. Fledermaushilfe kann zweimal verwendet werden. Okay, dieses Mal mache ich ernst. Das heißt, du kannst zweimal sterben und kommst zweimal wieder. Ja, das ist krass, ne? So, und die Seelensteinfähigkeit ist großer Auftritt. Verlangsamt Gegner in der Nähe beim Erscheinen nach dem Teleportieren. Okay. Da seht ihr, guck mal unten rechts jetzt, überall wo Nightshift steht, da stehen jetzt diese beiden Fledermaus-Dinger, diese Särge, und ja, die sind wohl das Leben, ne? So, und da seht ihr es jetzt auch hier, die sind da so, können sich viel langsamer bewegen, als wenn ich so haue, dann man... Und jetzt, ihr seht es nämlich, ja. Ja, also ich muss sagen, das wird interessant, ob ich mit Nightshift sterben kann im Duellkampf. Abwarten, ne? Also das macht mich, interessiert mich auf jeden Fall. Also werde ich bald mal einen Kampf mit Nightshift jetzt bald mal machen. Jo. In dem Sinne, Freunde, bin ich raus. Mein Name ist Marcel. Ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten, Zuhören, alles andere auch. Und ich würde sagen, Freunde, wenn ihr Nightshift noch nicht habt, ne? Ab in meinem Shop, holt euch den auf jeden Fall, weil Nightshift hatte drauf. Nicht nur die Boxhandschuhe hier und dann dieser Uppercut, sondern auch dieses Wiederkommen, dass man zweimal mit ihm kaputt gehen kann, das ist, ja, unglaublich. In dem Sinne, Freunde, danke und tschüss.